Das ist so doof. Guten Morgen, meine Lieben. Der Staubsaugerroboter, den habe ich schon laufen lassen extra, damit der euch nicht stört im Vlog. Und jetzt hat er sich hier verheddert am Wäscheständer. Der Akku ist leer. So. Lädst du bitte? Lad. Lad. Jetzt lädt er. Wir haben 9 Uhr, glaube ich. Und ich habe mir schon alles rausgelegt zum Kochen. Heute gibt es bei uns einen Linsenkartoffeleintopf. Die Linsen hat der Bernd allerdings noch auf der Arbeit. Die habe ich nicht hier. Ich zeige euch mal, was wir alles haben. Wir haben Zucchini, Möhren, Paprika, Tomatenmark, wo ich noch ein bisschen mehr von brauche als das hier. Zweimal passierte Tomaten und 2 Zwiebeln, 1 Kilo ungefähr Kartoffeln. Und ja, 100 Gramm braune Linsen, die ich jetzt noch nicht hier habe. Ich war schon duschen, ganz schnell eben. Haare sind noch nass. Die Maus schläft. Ich lasse sie lieber. Und ach so, ich wollte euch unser Wohnzimmer zeigen. Das habe ich ja gestern hier angekündigt, was ich da vorhabe. Und heute Morgen konnte ich das endlich machen. Also, da ist jetzt der große Tisch weg. Und der kleine schwarze. Und hier habe ich jetzt erstmal den IKEA-Stuhl hingestellt, nachdem der jetzt die Polster gewaschen hat und so. Boah, es regnet total draußen, glaube ich. Heute ist richtig düster. Meine Güte, oben sind die Fenster auf und deswegen höre ich das gerade so plätschern. Ich muss mal eben gucken gehen. Nicht, dass es reinregnet. Hört ihr das? Boah, das ist Hagel. Boah, ich dachte, es regnet hier rein. Aber so. Oh, meine Güte. Ich kann das so schlecht mit dem Tragetuch so hoch machen, den Arm. Hier ist zu. Hier ist noch auf im Büro. Ach. Ach. Ja. So, wo war ich jetzt unten stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war stehen geblieben, dass wir gucken müssen, wie wir den Stuhl am ehesten brauchen hier unten und dementsprechend dann hinstellen. Jetzt habe ich ihn halt erstmal hier hingestellt, weil ich es total praktisch finde, wenn ich daneben gleich was zu trinken hinstellen kann zum Stillen und so. Ja, und unsere Rollos, die wir ja hier haben, die günstigen vom IKEA, ihr wisst, die bleiben immer nicht so oben, die kommen immer zur Hälfte runter. Und bis wir da jetzt, also bis Bernd da nochmal dran war und eine andere Lösung gefunden hat, lasse ich die jetzt einfach unten. Weil dieses halbe, das sieht total doof aus, wenn das wie so ein Fächer da ist. Aber ich fange jetzt erstmal an zu kochen. Dann kann das schon mal durchziehen. Der Bernd kocht die Linsen auf der Arbeit. Und dann schütten wir das einfach nur zusammen nachher, wenn er zur Mittagspause hier ist. Ja, ich kann jetzt doch noch nicht kochen. Der Bernd hat nämlich keine braunen Tellerlinsen mehr. Sondern wir machen das dann mit weißen Bohnen und ich koche das später, da gibt es das heute Abend erst. Und ja, dann gibt es heute Mittag Brot oder so, muss ich mal gucken, was wir dann zum Mittagessen essen. Boah, das ist ein Wetter, Leute. Die Welt geht unter, es ist so am Regnen und am Hageln. Fürchterlich und es war schon so schön. Also boah, erst ist so Winter mit Schneeanzug und Rodeln gehen, eine Woche später Frühling, 20 Grad und jetzt ist... Ja, die Welt geht unter. Jetzt sind die nicht mehr so hart, die türkischen Pizzen. Sind jetzt so, wie wenn man die kauft, so schon weich, dass man die gut rollen kann. Gestern waren die so knusprig, dann sind die immer gebrochen, wenn wir die gerollt haben. Schmecken die noch, obwohl die so kalt sind? Was kann man immer essen, ne? Hoppala.
weiß noch nicht. Mhm. Würdest du die probieren? Ja. Okay. Ich habe fleißige Helferlein in der Küche. Die Nele schält die Möhren und die Kartoffeln. Und der Calvino, der schneidet das alles für unser Essen nachher. Und ich mache den beiden jetzt hier Nudeln mit Tomatensauce warm für die Mittagspause. Und dann habt ihr gleich noch mehr Unterricht, ne? Ja, 2 Doppelstunde Englisch. Ja, okay. Ihr seid so fleißig. Wo sind denn jetzt die weißen Bohnen? Brate ich gerade an. Die weißen Bohnen sind hier. Die brate ich mit an. Und dann machen wir da Wasser rein. Weil die ja dann da drin quellen im Kochtopf, also aufgekocht werden. Aber warte mal, die kochen ja viel länger, ne? Die muss ich separat kochen, glaube ich. Tomatenmark. So, hier kochen gleich die Bohnen. Die dauern ja 1,5 Stunden oder so. Und dann schütte ich das hinterher einfach zusammen. Während es auch gerade von der Pause da. Die Kinder haben auch noch Pause. Ja, es hat sich herausgestellt, dass mit dem in Urlaub fahren klappt überhaupt gar nicht. Centerparks könnten wir fahren, also voraussichtlich, man weiß es ja nicht. Wir wollen da nicht hin, wenn die Schwimmbäder zu haben. Ja, wir wissen halt nicht, ob die aufmachen. Wir müssten aber jetzt schon buchen, weil sonst wäre natürlich alles voll bis zu den Osterferien, wenn alles geöffnet ist da mit den Schwimmbädern. Und ja, wenn wir jetzt halt buchen. Und jetzt kostet es 800 Euro für eine Woche für uns. Aber wenn dann doch die Schwimmbäder dazu haben oder das Schwimmbad, dann wollen wir nicht dahin und kriegen dann aber nicht das Geld wieder, sondern einen Gutschein. Aber dann hat der Bernd mal geguckt für den Sommer oder so, dann würde das halt 3.600 Euro kosten. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht für Holland im Bungalow, wo ich selber kochen muss und so. Da zahle ich nicht so viel Geld. Also dann Ostsee geguckt für die Osterferien. Da ist auch was frei, das ist auch günstig, das kostet 300 Euro oder so. Aber da ist halt Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist halt dieses, was ist das, Tourismusverbot? Beherbergungsverbot für Tourismus. Oder so, genau. Und deswegen bringt das auch nichts. Also bleiben wir hier und hoffen, dass die Freizeitparks aufmachen. Und wir dahin können, schwimmen gehen können und Moviepark oder was auch immer wir alles machen können, ne? Ja. Ja. Satz mit X, das war wohl nichts. Ja, in Ungarn wissen wir auch nicht. Hast du da schon was gehört? Weil da war ja... In Ungarn macht Grundschulengeschäfte zu 12.10 Uhr. Ungarn verschärft den Lockdown, gerade in den Nachrichten hier. Okay, weil das wäre... Grundschulen sollen bis Anfang April, Geschäfte ab Montag bis zum 22. März komplett geschlossen werden. Teilte der Stabschef und Ministerpräsident Viktor Orban nach einer Kabinettssitzung mit, ausgenommen seinen Lebensmitteln. Ja, Hintergrund seien die steigenden Infektionszahlen. Aber es sollte doch Einreiseverbot bis 31.03. Das ist dann auch verlängert? Weiß ich nicht. Hier stehen nur Schulen, Restaurants, Hotels, Essensangebote außer Haus sind alle nicht erlaubt. Egal, also braucht man da ja auch nicht hin, weil wenn da auch alles zu ist, ist ja auch, dann können wir auch hier bleiben, oder? Ja, müssen wir ja, keine Wahl. Was träumst du hier Glückliches? Die ist voll am Glucksen hier, die hat voll den Supertraum, glaube ich. Die ist im Titi-Park, läuft sie gerade. Schokoladentitis. Ja, die freut sich jedenfalls. Gestern Abend hat sie ja hier ihre unruhigen Stunden gehabt, ne? 2-3 Stunden oder so war das, ne? Ja, nur im Flieger ab und zu. Bitte? Nur im Flieger ging das ab und zu. Ja, und manchmal auch an der Titis, war auch okay. Aber dann hat sie halt das erste Mal, dass sie so geweint hat, ohne ersichtlichen Grund. Meteorologen kündigen für 2021 extreme Hitzewelle an. Toll.
toll, macht sie das? Ja. Super. Lächelst du? Du bist so süß. Ja. Die Kinder wollten jetzt backen. Oh, warum ist jetzt mein Handy ausgegangen? Können wir nicht die hier zuerst backen? Könnt ihr auch zuerst machen. Dann müsst ihr aber erst einkaufen gehen. Weil da haben wir nicht alles für da. Wir haben so Pralinenhohlkörper bestellt. In Zartbitter. Tada! Guck mal, wie die aussehen. Und dann könnt ihr die befüllen. Die Kinder wollten mit Kaffeesahne machen. Ich hatte ein Rezept aufgeschrieben hier, also was wir noch brauchen. Und zwar brauchen wir Vanillepudding für den Käsekuchen. Dann brauchen wir Sahne und weiße Kuvertüre für das, was ihr machen wollt. Wollt ihr dann erst einkaufen gehen? Also, es sind jetzt doch Regenbogenmuffins geworden, was die Kinder backen wollen. Die Nele hat hier schon grünen Teig gemacht. Roten und gelben. Und jetzt kommt das da rein, ne? Nach und nach? Ja. Und Calvino spielt mit Smurfy. Wie man es hört. So. Bin gespannt. Sollen wir da auch Schokolade drüber machen? Ja, über die? Machen. Ja? Dann müssen wir eine Schokolade schmelzen. Die haben wir. Können wir dann nachher machen, wenn die ausgekühlt sind. Ja. Ja, und hier. Das fängt man dann aber noch vorher an, bevor die fertig sind, weil die braucht ja lange die Schokolade. Ja, das stimmt. Und hier ist unser Essen, was wir später essen können. Die Bohnen habe ich jetzt schon mit reingemacht und lasse ich noch ein bisschen kochen, damit es sich richtig durchzieht. Ich filme das, was wir schon mal gefilmt haben. Ja, wir gucken jetzt gerade, oder ich gucke mit den Kindern hier Ostseeurlaub vom letzten Jahr, weil wir ja nicht hin können. Die Taschenlampe, Nele. Leg alles auf den Boden, mach mal Taschenlampe an. Jo, das Bett ist im Wohnzimmer. Jo. Boah, voll so spooky, ne, mit dem Licht. Ja. Ach, mit der Taschenlampe. Ja, tada. Stell den an. Voll die schöne Erinnerung. Oh Gott, da Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir haben das Video geguckt von der Ostsee, von unserem Urlaub letztes Jahr. Da war ja auch die Nele mit und die ist jetzt heute auch hier und wir haben alle zusammen das Video geguckt und das war so schön. Das ist so eine tolle Erinnerung halt, wenn man YouTube macht, dass man einfach diese Videos gucken kann. Man kann zwar auch mit dem Handy einfach so filmen, aber ja, das ist halt so schön zusammengeschnitten und mit Musik hinterlegt. Da macht das richtig Spaß, das zu schauen. Jetzt sind die Kinder nochmal nach oben gegangen, was spielen. Das bollert auch total, die, weiß ich auch nicht, springen da rum oder so, oder weiß ich nicht, was die machen. Und dann gucken wir nachher weiter. Die Muffins wollte ich euch zeigen. Da, die haben dann noch Schokolade drauf gemacht. Ist gar nicht richtig scharf jetzt. Also das war noch ein alter, was heißt ein alter, von Weihnachten, ein Nikolaus, haben die geschmolzen und da drauf gemacht. Ja, und schon einige gegessen, wie ich sehe, von den Muffins. Und ich habe die Maus wieder ins Tragetuch gepackt, denn gestern waren wir ja bei der Hebamme und das war so aufregend alles für die Livia, dass sie abends hier, das habe ich euch in dem Video jetzt hier schon erzählt, 2-3 Stunden total drüber war. Und regelmäßiger Schlaf ist total wichtig, das habe ich früher bei Calvino schon gemerkt, dass der regelmäßig schlafen muss und sie auch. Die wollte erst nicht schlafen, das ist jetzt ihr drittes Schläfchen heute, die hat einmal heute Morgen 1,5 Stunden geschlafen. So um 8 Uhr sind wir aufgestanden. Dann hat sie nochmal 1,5 Stunden geschlafen. Dann hat sie 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Und jetzt ist 17 Uhr. Und jetzt schläft sie halt nochmal. Ich weiß jetzt nicht wie lange, aber ich schätze mal so bis, keine Ahnung, 18, 19 Uhr. Ja, und dann wird nochmal ganz ausgiebig gestillt. Vielleicht wird heute gebadet mit dem Papa und dann nochmal stillen und dann ab ins Bett. Also ja, ich bin wirklich verwöhnt mit dem Schlaf von ihr und mit, dass sie so ruhig ist. Das war halt gestern einmal, das hatten wir bis jetzt noch nie, dass sie so
Ja, die, also man konnte sie schon beruhigen, aber halt nicht lange. Und dann fing sie wieder an und wurde unruhig und so. Sie war halt sehr unzufrieden. Oh, ich schuckel immer. Es tut mir leid, ich merke das beim Videoschneiden, dass ich immer so schuckel. Ja, tut mir leid, das ist so automatisch irgendwie. Ja, ich würde den Vlog jetzt hier beenden, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen.